Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch mal, wie ihr ein paar Pommes ganz schnell selber machen könnt. Als allererstes müssen wir jetzt erstmal Kartoffeln schälen. Die geschälten Kartoffeln tut ihr jetzt erstmal unter Wasser waschen. Jetzt werden die Kartoffeln zu Stiften geschnitten. Dazu schneide ich die Kartoffeln jetzt erstmal in Scheiben. Und die Scheiben schneide ich dann zu Stifte. Die Kartoffelstifte tut ihr dann in eine Schüssel. Jetzt geben wir zu unseren geschnittenen Kartoffeln Öl dazu. Und dann mischen wir das Ganze durch. Jetzt nehmt ihr ein Backblech, belegt das mit Backpapier und dann verteilen wir unsere Kartoffeln darauf. Verteilen die Kartoffeln schön auf dem ganzen Blech. Jetzt kommen die Pommes bei 225 Grad auf der zweiten Schiene von unten für ungefähr 45 Minuten in den Backofen. So sehen jetzt unsere fertig gebackenen Pommes aus. Die würzt ihr jetzt nach Belieben. Ich mache das jetzt mal mit Salz. Es gibt aber auch schon fertiges Pommesgewürz zu kaufen. Das könnt ihr auch nehmen. Das schmeckt auch sehr gut. So, und damit haben wir dann unsere Pommes fertig. So, meine Lieben, das war's dann schon wieder für heute. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Lasst euch schmecken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.